Hohohoho. Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Rasputins und Iman Adventskalender, Türchen Nummer 1. Ja, schön, dass ihr dabei seid, ja. Ja, Adventskalender, ihr werdet euch fragen, was ist das? Warum machen? Was ist und warum? Ja, warum kann ich euch sagen, wir wollen euch überraschen, ja, bis zu Weihnachten, also die Wartezeit, bis der dicke Nikolaus durch den Kamin rutscht, wollen wir euch damit verkürzen, indem wir euch jeden Tag jetzt einen kleinen Rasputin-Betthopfer sozusagen unter die Decke schieben, ja, 5 Minuten von eurem Lieblings-YouTube-Star. Du gehst ja unter der Decke von anderen bis 7. Januar. Bis 24. Dezember in Deutschland, ja, die haben es halt nicht so mit Weihnachten, ja, wissen nicht so wirklich, wann halt das Jesuskind beschenkt wurde und überhaupt ist das nur eine Analogie jetzt mit der Decke, ja. Ah, wie Analogkäse auf Pizza. Ach, Ivan, ich habe heute echt keinen Nerv auf Katz. Wieso? War gut wieder. Ich kann mich heute nicht so konzentrieren. Ich habe eine Scheiße heute geträumt, das ist ohne Worte. Aber hast nicht wieder im Bett gemacht. Ach, ich war doch nicht ins Bett. Das eine Mal, als ich bei dir war, war halt, weil ich zu viel habe. Ich habe geträumt, dass ich irgendwie mit dir an der Nordsee gewesen wäre. Warum Nordsee? Ja, weiß ich nicht. Ja, Cuxhaven, irgendwie Haus Stella Maris oder sowas. Ja, und dann waren da deine ganze Familie und alle waren behindert. Ja. Behindert? Ja. Hatten keine Hand und keinen Fuß. Ja, also halt saß im Rollstuhl rum und so, ja. Und Dimitri, ja. Dimitri im Rollstuhl. Dimitri, aber hast du doch erst gesehen vorgestern. Ja. Ist lauf wie Reh und Bock. Ja, wie ein Reh durch den Wald heißt das, ja. Und das ist total krank. Dann haben wir uns irgendwie verstritten, ja, und ich habe dich verklagt. Wegen Maus. Wegen Maus? Ja, wegen Maus. Wegen die Maus? Ja, wegen der Maus hier, ja. Und, haben wir uns irgendwie zerstritten. Ja, und dann das absolut Krankeste war, ich war mit BSW zusammen. Aber die hast du doch erst, hat sich gesetzt auf dein Gesicht. Ach, keine Einzelheiten, ja. Ich meine, es ist schlimm genug, dass ich die gepimpert habe, dass sie mich nicht anzeigt, ja. Aber irgendwie hier mein Pimpli wollte sich wahrscheinlich an mir rächen, ja. Und da habe ich dann geträumt, dass ich mit ihr zusammen wäre, ja. Und dass sie mir Briefe schreibt, ja, und vorschreibt, was ich machen soll, ja. Und dass sie mich auspeitscht nachts und sowas, ja. Und dann am Ende habe ich sie überfahren, dann war sie tot, ja. Du trinkst wirklich zu viel Slivovitz. Du sollst es lieber trinken, echte Wodka. Das Slivovitz war halt ein Angebot, ja. Real, was will ich da machen, ja. Ich meine, ich hab's ja nicht so dicke so wie du, ja. Dass du überhaupt noch in Freiheit rumlenzt, jetzt hier mit der Wettmafia, ja. Und Rest deiner Familie ja schon im Knast sitzt. Aber hast recht, wir sollten was trinken gehen. Ich hab jetzt irgendwie... Ja, gerne wir trinken. Okay. Oh, ich hab vergessen, Kamera ausmachen. Ach, das hat mich nicht. We'll be right back.